Pia Nordorf, herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille im Diskuswerfen der weiblichen U18. Das war nochmal ein super Wettbewerb von dir, ganz nah dran wieder an deiner Bestleistung. Die 50 steht leider nicht vor, aber ich denke, die Freude überwiegt, oder? Ja, erstmal Dankeschön. Und natürlich hätte man sich gewünscht, dass man auch mal die 50 bei einer großen Meisterschaft wird. Aber im Endeffekt kann ich damit dann auch zufrieden sein. Ich habe den Titel besoldet. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Na, letztes Jahr hast du Gold bei der U16 DM noch geholt. Bist ja auch immer noch 15-Jährige. Also wir haben noch ein bisschen was vor mit dir in der U18-Klasse. Bist du so ein bisschen die Frau der letzten Versuche? Ich glaube, hier in Rostock war es der letzte Versuch und in Jör auch, oder? Also in Ungarn war es auch schon der letzte Versuch, dass ich da noch mal ein bisschen was draufpacken konnte. Ich weiß es nicht. Normalerweise ist es nicht unbedingt der letzte Versuch, aber in letzter Zeit scheint es dann doch der zu sein. In Jör hat dir das den 5. Platz bei der U18-EM beschert. Erzähl ein bisschen, wie war es für dich dort? Es war natürlich eine großartige Erfahrung mit all den Athleten dort und auch mal die anderen Nationen zu sehen und sich mit denen zu unterhalten. Und man war natürlich aufgeregt, aber seltsamerweise konnte ich mich sehr gut konzentrieren und habe mich wirklich auf den Wettkampf fokussieren können. Platz 5 gehört auch zu den IAAF-Quotenplätzen für die Youth Olympic Games im Oktober in Buenos Aires. Du hast jetzt noch keine finale Bestätigung bekommen, ob du dabei bist, aber wie geht man damit jetzt um in der Vorbereitung? Ich stelle mir das schwierig vor. Ja, also wir bekommen ja erst nächsten Monat. Also nächsten Monat ist die offizielle Qualifizierung. Und ja, bis dahin versuchen wir jetzt, also natürlich alles aufrechtzuerhalten, jetzt nicht irgendwie so einen Down zu bekommen. Und man versucht halt einfach an der Technik jetzt weiterzuarbeiten, dass sich das alles sichert da oben bei den Weiten. Und dann muss man schauen, wenn man dann im Endeffekt wirklich qualifiziert wird, wie man das dann macht. Also Urlaub ist jetzt noch erstmal gestrichen, oder? Verstehe ich das richtig? Nee, tatsächlich geht es jetzt noch in den Urlaub, aber da wird auch fleißig trainiert, also direkt neben dem Sportplatz und dann geht es weiter mit dem Training. Dann hoffe ich, dass du dich trotzdem ein bisschen erholst und wir wünschen gute Vorbereitung für die Youth Olympic Games. Danke dir.